Für die gängigsten Schleifarbeiten gibt es drei Gruppen von Maschinen. Geräte mit drehenden Schleiftellern wie Excenta oder Rotex-Schleifer, Maschinen mit schwingenden Schleifschuhen wie den Delta-Schleifer oder den Rutscher. Und es gibt Geräte wie die Bandschleifmaschine oder den Linearschleifer, die nur mit einer linearen Bewegung arbeiten. Grüß dich, Carlo. Hallo, Melli. Ich war gerade im Baumarkt und ich brauche unbedingt Schleifmaterial. Ich weiß aber wirklich nicht, was soll ich nehmen. Also bevor ich dir die Maschinen erkläre, erkläre ich dir zuerst noch was über das Schleifpapier. Du hast hier schon die zwei wichtigsten Schleifpapiersorten mitgebracht, die du brauchst. Das ist dieses Brillantpapier, dieses hellgraue hier. Okay. Das nimmst du zum Schleifen von Kunststoffen, von Füller, von Lacken. Und dann hast du noch hier dieses Rubin-Schleifpapier, damit kannst du auch Lack schleifen und Holz. Und dann noch ein bisschen zu den Körnungen. Du hast jetzt hier zum Beispiel ein Schleifpapier mit einer Körnung 220, das ist ein feines Schleifpapier. Ja. Das kannst du dann nehmen zum Lackschliff, Lackzwischenschliff. Mhm. Dann ist hier noch eins mit einer Körnung 180. Damit kann man beispielsweise bei dem Rubinpapier noch Holz schleifen, wobei man Holz nicht zu fein schleifen sollte, sonst haftet später schlecht der Lack. Mhm. Also es gibt dann auch noch grobere Körnungen, wie zum Beispiel hier so ein 120. Da kann man auch gutes Holz mit schleifen, also je nachdem, was man für eine Oberfläche macht. Also als erstes Schleifgerät zeige ich dir den Rotex, das ist der hier. Das sind sozusagen drei Geräte in einem. Damit kannst du fein schleifen mit der Excenta-Bewegung. Das kann ich dir mal mit der Nadel hier veranschaulichen. Ja. Steck die da einfach mal rein, mach mal an. Die Excenta-Bewegung ist eine sternförmige Kreisbewegung. Carlo stellt bei Stillstand des Motors das Getriebe auf die Rotex-Kurvenbahn um. Bei dieser Bewegung dreht sich der Schleifteller in kleinen Kreisen um die eigene Achse. Jetzt schleifen wir mit der Rotex, mit der groben Kurvenbahn, diese alte Türe ab. Also die Lackschichten schleifen wir hier ab. Da sind ganz bestimmt sehr viele drunter. Genau, da sind wahrscheinlich mehrere drunter. Dazu nehmen wir hier so ein grobes Schleifpapier, ganz wichtig. Okay. Ah, und jetzt ist es ganz wichtig abzusaugen, oder? Genau, jetzt machen wir hier einfach die Absaugung dran. Wir haben dann den Vorteil, also wir saugen den anfallenden Staub ab. Das Schleifpapier setzt nicht so schnell zu und hält auch dementsprechend länger. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch wirklich für jedes Loch auch diese Öffnung hat, oder? Genau, so ein Jetstream-Prinzip. Und dadurch hält das Schleifpapier halt 30% länger. Schleifen wir einfach mal. Genau. Schreinermeister Carlo Rotbrust schont durch die Mehrlochabsaugung nicht nur die Maschine, sondern auch seine Gesundheit. Denn Schleifstaub, egal ob von Lacken oder Holz, ist gesundheitsschädlich. Für alte Lacke ist ein Schleifpapier mit einer 80er-Körnung am besten geeignet. Dieses grobe Sandpapier hinterlässt allerdings Riefen im Holz. Der Einsatz von feinerem Papier, etwa mit Korn 120 oder 150, lässt diese Kratzer später wieder verschwinden. Aber weißt du, wo ich nicht hinkomme? Carlo, in die Ecken. Genau, und das zeige ich dir jetzt. Also wir können jetzt hier diese Füllung, die können wir noch mit dem Rotex machen bis zum Rand. Ja. Und dann nehmen wir ein anderes Schleifgerät. Weil das geht einfach nicht. Okay. Dazu nehmen wir hier diesen Delta-Schleifer. Mhm. Der Delta-Schleifer hat einen großen Vorteil, der ist sehr handlich und hat diese Bügeleisenform hier. Mhm. Und mit dieser Bügeleisenform kommst du halt sehr gut in die Ecken hier rein. Ja, super. Da machen wir jetzt auch wieder ein grobes Schleifpapier drauf. Ja. Auch hier empfiehlt Carlo grobes Schleifpapier mit einem 80er-Korn, um möglichst schnell viel Abrieb zu erzielen. Melli, warte mal. Lass mal sehen, bitte. Ja. Also es ist ganz wichtig, wenn Schleifpapier abgenutzt ist, dass man es dann auswechselt, weil sonst hat man keinen Abtrag mehr. Also das heißt, man schleift kaum noch was ab. Wenn du mal jetzt vergleichst, das ist noch ganz rau. Ja, und das ist schon richtig glatt. Zeit jetzt zu wechseln. Okay. Einfach abziehen. Lass mich aufkleben. Genau. Immer, dass schön die Löcher auf den Löchern liegen. Das ist wichtig, genau. Okay. Grundsätzlich sollte man Schleifarbeiten in Richtung der Maserung vornehmen, da es sonst zu Riefen kommen kann. Jetzt habe ich ja schon gelernt, wie man hier die Flächen macht und auch hier die ganzen Ecken. Aber wie bekomme ich hier diese Rundung weg? Da habe ich hier ein anderes Gerät. Das ist der Linearschleifer. Ich zeige dir noch mal den Trick wie eben. Ich stecke da mal die Nadel rein. Und dann siehst du, dieses Gerät macht diese Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Wie wenn man mit dem Handschleifklotz oder mit dem Schleifpapier so schleift. Ja. Profile schleift man durch eine Vor- und Zurückbewegung. Es gibt die Möglichkeit, sich dafür Schleifschuhe selber zu bauen. Einen Hartschaumblock immer mit Sandpapier einschleifen. Darauf müssen dann eine Klettunterlage und das Sandpapier fixiert werden.
Mit diesem Schleifschuh lässt sich das Profil perfekt abschleifen. Und jetzt würde ich sagen, lass uns einfach zusammen einkaufen. Ja, gerne.